So, und weiter geht's mit meiner Runde auf Endless. Ich habe keine, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was wir gerade machen werden. Ich habe keine Ahnung, wie es gehen wird, ob es funktionieren wird und naja, ich meine, es sieht, was ich vorhab. Ich will gicken. Unbedingt. Lol. Hab ich gerade. Okay. Ich starte schon mal gut. Ein gutes Omen. Ja, also ich will halt auf alle Fälle irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Auf jedem erdenklichen Weg. Ich habe jetzt eine Party gefunden, Lucky Drop. Und einen Gig. Und die einzige Idee, die ich halt aktuell habe, ist. Ja. Wait. Nein. Lol. Jetzt, okay. ja, genau das zu tun, was ich gerade mache. Oh Gott, es dauert ewig. Es wird wirklich ewig dauern. No joke. Oh mein Gott. 96%. Ich meine, ja, wir können natürlich jetzt auch zum höheren Gig gehen und so weiter. Das wäre natürlich jetzt auch eine Idee. Ah, Leute, es funktioniert nicht immer. What? Okay. Ja, wir können Upcut aktivieren. Das ist halt Verschwendung wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es Verschwendung. Könnten auch. Oh, nee, von Level Mind, okay. 9 Millionen. Okay, wir haben jetzt schon 10%. 10% ist eigentlich okay, wie ich finde. Oder? 10% geht eigentlich. 10% ist nicht schlecht. 11, 12%? Sollen wir einfach mal irgendwie den tanken lassen oder so? Was ist das denn? Oh Gott, viel Food. Holy moly. Okay, das war jetzt nicht auf meinem Plan gestanden. Alter. Wir könnten halt auch Holy Crossen oder so, oder? Ja, wir hatten eine Idee. Ah, mal schauen. Na komm. Ich weiß nicht, ja, ich glaube, ich sollte irgendwie ein F-Tool nutzen oder so. Aktuell meist von Hand, aber. Ja, die Skills casten da so schlecht wegen dem Ping. Ah, das ist das Problem aktuell. Wobei ich dazu sagen muss, wir sind eigentlich gar nicht mal so schlecht dran. Also, wenn es wirklich der Way zum Gicken ist, dann finde ich, geht's aber. Und momentan so. Sieht jetzt nicht so schlecht aus, oder? Wir haben schon 3 Millionen HP runter. Genau, jetzt haben wir ein Drittel. Na, jetzt besser gesagt. Und. Wissen schon, dass der hier schön mit Satan gedings bleibt. Genau. Ja, also ich meine, ideal ist das natürlich jetzt alles nicht und so. Das will ich also nicht hier irgendwie schöner reden, als es ist. Unser einziges Problem ist wirklich der Ping, effektiv. Und ich glaube, ich müsste, wie gesagt, mal schnell den F-Tool aktivieren. Ja, aber ich meine, so können wir wirklich gicken. Und vermutlich können wir wirklich so jeden Gig gicken. Also jeden Gig killen. Also wie gesagt, es ist nicht optimal. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was das Ding droppt. Also wenn das Ding jetzt halt einfach wirklich, ich weiß nicht, gute Drops hat, wenn es vielleicht auch gut Geld droppt und so. Ich meine, why not? Ich habe nichts gegen Gigs, die schwerer sind. Solange sich das Ganze natürlich dann irgendwie ausbezahlt. Wenn man jetzt halt nur Müll droppen oder gar nichts droppen und so, dann, ja, ich meine, gut, wir haben jetzt, das ist 8 Level unter uns. Das ist natürlich jetzt nicht so optimal. Das heißt, allein da müssen wir halt schon ein bisschen einbußen, wahrscheinlich in Kauf nehmen. Okay, 42% nur noch. Na komm. 40%, 30, 38%. Oh Gott, das ganze Spam in der Skill ist gerade echt ein bisschen Krebs. Ist echt scheiße, aber naja. Wie gesagt, mit F-Tool und so schauen wir dann gleich mal. Sollen wir mal schon nachbuffen? Okay, 33%.
Es dauert gar nicht mal so lange, als ich gedacht habe. Oder wie ich gedacht habe. 3 Millionen noch. Unter 30% HP. Oh, das könnte klappen. Wer weiß, vielleicht droppen wir jetzt gleich irgendwie eine Angel's Wand oder so. Who knows? Kann alles sein. Kann sein, dass wir hier wirklich gute Drops kriegen. Was haben wir noch in Donate Coins? Schon noch ein paar, oder? 4, 7. Mhm. Uff. Also es ist schon... ein bisschen grenzwertig. Also wir sind wirklich sehr, sehr lange Zeit beschäftigt, leider. Länger als mir lieb ist. Das muss ich ganz klar zu sagen. Also wie gesagt, solange sich das Ganze wirklich lohnt, solange wir hier wirklich von profitieren, habe ich kein Problem damit. Ich meine, wie viel Geld oder wie viel Pena werden jetzt hier wirklich gerechtfertigt? Das ist die große Frage. Also wenn wir hier die entsprechenden Waffen droppen würden und so, klar. Wenn wir zum Beispiel einfach eine Angel's Axe droppen oder sonst irgendwas, dann, puh, wäre natürlich schon sehr geil. Wenn halt nicht, dann, Ich meine, gut, die Sachen werden schon für viel Geld verkauft. Also, was sind das, 70 Cent oder so für eine Axt? Das ist gar nicht mal so wenig. Und. Come on. Oh. Okay, das ist unlucky. Das ist eine 100k Penia. Okay, jetzt probieren wir noch was aus. Hier in dieser Dead Wilderness soll man da eben dann Geld farmen können. Ich weiß nicht, ob das so the way to go ist. Alter, hier ist nie jemand online. Warum ist denn hier niemand online? Das verstehe ich nicht. Alter, die sind auch super inaktiv. Die spenden hier nicht gar nichts. Null Contribution. Also... größtenteils null Contribution. Komisch. Gut, ich habe jetzt auch nicht viel gespendet. Man droppt natürlich einfach auch vielleicht zu wenig, um wirklich viel zu spenden. Aber auch der Gilden, das hat irgendwie nie online gefühlt. Keine Ahnung. So, Römer, die Dead Wilderness. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das Ganze funktionieren wird, wie das Ganze laufen wird. 600 Penia? What? Das ist nicht, also... ich kann mich damit nicht hundertprozentig anfreunden. 600 Penia. Hier ist ein Giant. Ja, der ist 101. Ich meine, wir könnten halt was versuchen, auf unserem Level-Range zu killen. Aber... ich weiß nicht, wie man Geld kommt. Das ist das große Problem. Ich gebe mein Bestes. Aber es ist nicht genug aktuell. Das ist die große Problematik. So, der ist doch in unserer 98. Ist der okay, ich kill den erst. Ja. Und kurz bevor er down ist, werde ich dann eben das Video wieder weiterlaufen lassen. Und genau. So, wir nehmen ihn auf jeden Fall mal mit. Okay, dann melde ich mich gleich wieder, wenn er so kurz, so gut wie down ist einfach. Ich belästige weiter nicht damit. So, das ist Gegner Nummer 2. Der ist fast down mittlerweile. Also, der erste, Chimaradon. Keine Sorge, ist noch der erste. Nicht der zweite oder so, der zweite hat insgesamt eben. Und ja, ich bin mal gespannt. Also der ist auf alle Fälle in unserer Level-Range. Ich meine, natürlich, die Droprate ist jetzt nicht 100%. Ganz im Gegenteil, die Droprate ist halt eher so ein bisschen, ja, eher, ich würde mal sagen, so mehr Richtung Offi eigentlich. Ich will mich jetzt gar nicht hundertprozentig festlegen, aber ich würde mal sagen, es ist schon so 1, 2er, 3er Raids irgendwie wahrscheinlich. Und ja, dann müssen wir mal schauen, ob wir hier überhaupt Glück haben und irgendwas droppen.
Auf alle Fälle wäre es schon geil. Und ich würde jetzt auch einfach fürs Video halt irgendwas haben, wo ich zeigen kann, so hey, schau mal hier und so. Ja, das ist auf alle Fälle mal so der Plan. So, okay, dann, MP. Und komm, stirb. Na komm. Jetzt aber. Oh. Warte, warum war. Steht das ja eigentlich auch im Chat, wenn ich was gekillt habe? Ah ja, steht auch im Chat, okay. Uff. Boah, wie kommen wir denn hier an Sachen? Ich bin echt ein bisschen planlos, ganz ehrlich. Ich bin echt planlos. Das Problem ist leider, ich kann euch auch nicht wirklich erklären, was wir besser machen könnten. Oder was ihr besser machen könnt. Das Problem ist, wenn ich nicht hinkriege, dann werdet ihr auch kein Glück haben. Zumindest nicht viel. Schätze ich mal. Okay, das Problem ist einfach, dass uns die ganzen Tipps relativ wenig gebracht haben. Denn, wir können mal kurz die Dropliste durchschauen. Wo ist die Wiki Monsters? So, wir haben hier. Genau. Schmaradon. Giant Schmaradon. So, hier. XP so und so. HP sind hier noch nicht eingetragen, noch nicht aktuell. Penia Drops. Okay, das sind aber auch viel Werte. Das sind alles Offi-Werte. Okay, das ist problematisch. Warte mal. Naja, doch, doch. Giant ist schon der Giant, ja, ja. Oder? Warte mal, ist das der? Das ist der richtige, oder? HP, 10 Millionen, ja, ja, genau. Der General ist der, den wir gerade aktuell gekillt haben. So, wir haben auf alle Fälle alle möglichen NPC-Waffen. Demol, Black, Historic-Waffen? Okay. Wait, what? Warum droppt der Historic-Waffen? Der ist Level 98. Ja, ja, das war der, glaube ich. Glaube ich, nicht ganz sicher. Was droppt denn Popcrank? Queen Popcrank? Topped? Der droppt El Cheese, aber mit einer Chance von 0,3%. Lass uns mal kurz nach Flares gehen. Boah. Wie kriegen wir das Ganze hier hin? Es ist echt sehr, sehr schwierig. Ich habe schon oft Probleme gehabt in Flife, irgendwie was zu erreichen. Also, das heißt, irgendwas zu erreichen. Ich sag jetzt mal so, im Flow zu oder mit dem Flow mitzuschwimmen und so. Und das zu erreichen, was man erreichen will, sagen wir so. Aber ich hatte noch nie solche Probleme wie dieses Mal. Und LG-Waffen werden hier verkauft. 300. Boah. Aber ja, es ist halt schon okay, ja, es ist schon verständlich. Korallenticket. Oh, 200. Wo kriegen die Leute bitte das Geld her? Kipene sind einfach so rar, dass die einfach alles für Echtgeld verkaufen. Ich meine, positiv ist natürlich, das muss man halt ganz ehrlich sagen, alles ist halt vom Wert her sehr, sehr gering. Nichts ist irgendwie sonderlich teuer oder so. Das ist natürlich dann schon wieder eine coole Sache. Legendary Golden Stuff. 180 Millionen. Ey, ganz im Ernst. Da können wir nicht mithalten.
Also was bringt das Stuff hier? Wow. Ja, okay. Ja, der Effekt ist natürlich auch geil. Der Effekt ist absolut cool. Aber wie können wir mithalten? Das verstehe ich nicht. Hier beim Psykeeper-Set für 350k nur. Lass uns mal kurz schon nachschauen, was das bringt. Wiki-Item. Mikatro-Suit hier. Ach, das ist ein PvP bzw. HP-Set. Ha. Was gibt's da sonst? Warte mal, ist das doch das 105er? Psycon. Psycon ist auch ein AOE-Set. Twilight-Set, gibt's das hier? Das glaube ich ist aber Offi, oder? Das sind die Offi-Effekte. Uff, okay, das heißt, das 90er-Set ist schon das beste Set für uns. Ha. Das heißt, wir müssen eigentlich nach Waffen schauen. Also ich fahre mal ganz gerne mal alles selbst und so. Aber das sehe ich ja aktuell da nicht. Oh fuck, wir haben noch Dinge an. Nein, shit. Shit, 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 shit. Trade. Mist, ey. Aber wie kriege ich auch nur dieses Geld für ein S-Protect? Ich meine, wir könnten es halt über Donate können. Ja, wir können es über Donate. Nee, können wir schon, aber können wir auch nicht, weil wir haben keine Oris und Moons. Also Suns und Moons. Ich bin durch und durch planlos. Wo sind die Amplis? Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist halt wirklich leveln. Mal schauen, vielleicht haben wir irgendwie Glück und da ist jemand da, mit dem ich einfach reden kann und so. Ich hoffe halt, dass ich irgendjemanden kriegen kann, den ich halt fragen kann. Weil so am Anfang wurde ich wirklich super nett empfangen und so. Das Problem ist halt nur, mittlerweile sind die Leute entweder nicht so aktiv oder zumindest auch gar nicht mehr so gesprächig leider. Das ist das kleine Problem. Das heißt, ich brauche halt irgendeinen Spieler, der halt sagen kann, so, hey, das Ganze geht so und so, probier das doch mal aus. Das wäre der Plan. Das wäre perfekt. Okay, ich würde sagen, wir leveln einfach. Wir probieren es einfach wieder ein bisschen Level zu machen. Vielleicht kriege ich irgendwann noch jemanden ran. Irgendwie mal noch jemanden ran. Ja. Also ich weiß halt noch immer nicht genau, was der meinte, dass man hier Geld farmen kann in Dead Wilderness. Hier kann man angeblich Penia farmen, aber wie und wo? Oh, mein Nacken, holy shit. Oh, oh, oh. Tja. Modified Giant Harpy? Modified Giant Catsy? What? Okay. Wie farmt man hier Geld? Das ist echt eine ganz harte Nummer irgendwie. Ich meine, ich spiele das Spiel schon so lang. Wir müssen doch irgendeinen Weg finden, wie man hier Geld farmt. Es gibt doch immer einen Weg, irgendwie Geld zu farmen. Das gibt es doch gar nicht. Aber wie? How? Irgendwas mache ich falsch. Ich sag's euch, es gibt irgendeinen Trick. Also wenn Leute für, wie viel, für 160 Millionen LG-Waffen verkaufen. Wait, vielleicht sind LG-Waffen die besten Waffen im Spiel. Vielleicht ist das Ganze so classic und so oldschool, dass wir jetzt schon das beste Set haben und theoretisch einfach nur die besten Waffen farmen müssen, das Ganze bei Gigs.
Das wäre ein Plot-Twist. Und vielleicht kann man deswegen hier Geld farmen, weil sie die besten Waffen gibt. Und wenn du so eine Waffe droppst, dann bist du richtig rich. Dann bist du richtig, dann kannst du richtig Geld verlangen dafür. Das könnte sein. Oh, Waffe. Also ich bin mir jetzt natürlich nicht ganz sicher. Und es ist auch ein bisschen eine steile These und so, das ist mir klar. Aber ich vermute mal, dass es so in die Richtung gehen könnte. Und ja, ich meine, man kann hier Hiss-Waffen droppen, die ganz gut was wert sind. Man kann hier LG-Waffen droppen und wahrscheinlich auch Angels-Waffen oder so irgendwo. Und naja, ich meine, wir haben gesehen, die Werte bzw. die Preise dieser Waffen sind wirklich enorm. Und ja, so gesehen. Ich meine, schau mal, wie viele Leute jetzt campen. Das ist krass. Uff. Die Dinge machen Schaden. Ja, also wie gesagt, das haben wir natürlich auch so ein bisschen das Problem, wie wir halt, also wie am besten wieder entringen, okay. Wie wir dann am besten einfach da farmen und gicken und so weiter. Das ist halt leider auch gar nicht so einfach. Denn hier kämpft die halbe Welt gefühlt. Und das, glaube ich, ist natürlich dann auch nochmal so ein kleines Problem. Es ist alles nicht einfach. Es ist alles nicht einfach. Aber ja, die Leute, die wollen das natürlich wahrscheinlich. Die wollen eben einen Classic-Server, wo die hier wirklich den ganzen Tag hier farmen können. Und ja, ich kann schon verstehen. Also wenn es so läuft, wie ich das gerade verstehe, dann ist es schon, ergibt das schon Sinn für mich. Ich weiß nur nicht, ob ich das richtig verstehe. Das ist halt das große Problem. Kann schon sein, dass es auch einfach, dass ich es falsch verstehe. Aber wir haben natürlich auch den Leute gesehen in Astria, die einfach nur die Mobs grinden. Ich glaube, es ist halt einfach sehr viel mehr Klassik, als ich dachte. Oh no. Das sind Leute im Umkreis. Nein. Aha. Wo ist denn der Typ? Ach, come on, really? Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Problem. Weil ich nicht weiß, ja, wo leveln wir jetzt halt? Also ich meine, okay, wir könnten Shadowbar leveln. Ja, Shadowbar würde funktionieren wahrscheinlich. Ich wollte eigentlich ganz gerne hier leveln. Gut, ich meine, sind eh ein bisschen low und so, von dem her können wir schon gerne machen eigentlich. Aber ja. So, Ringmaster Level 88. Genau. Also ich denke mal, dass das einfach so der Sinn ist. So farmt man wahrscheinlich Geld, so farmt man Waffen. Das Problem ist halt nur, man muss halt sich mit x Leuten streiten um die Waffen. Aber ja, ich vermute, dass es genau das ist, was die Leute auch wirklich wollen irgendwie. Ich glaube, dass das hier die Zielgruppe für die Spieler ist. Und ich meine, ich weiß von damals noch, also im Off-Feed ist halt auch irgendwie, also ich habe es im Off-Feed irgendwie schon gern gemacht und es war halt irgendwie immer so ein Reiz. Vor allem, wenn man halt dann Freunde hatte, wo man sich dann so ein bisschen messen konnte und so und man sich so austauschen konnte, so und was hast du halt gedroppt und so, ja, so und so, oder wie viele Gigs hast du bekommen? Ja, hab keinen bekommen oder so, oder zwei oder fünf oder so. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn die es halt so leben und so ausleben vor allen Dingen, dass es halt einfach einen Reiz gibt, den wir jetzt vielleicht so als verwöhnte, gewissermaßen schon verwöhnte europäische Spieler einfach gar nicht mal so kennen irgendwie. Das, glaube ich, ist es halt vielleicht auch. Das kann schon sein. Das kann schon sein, ja. Genau. Höh, der Match.
Lol. 14 Kerne noch? Ach, die, weil die höher sind. Never mind, okay. Ja, ja klar, 14,5, weil die viel, viel höher sind. Ah, verkackt. So, 97%. Das Level Up machen wir noch. Okay, aber wir können sagen, wir haben heute die ersten Gigs gekillt. Und das recht erfolgreich. Ja. Immerhin. Wir haben 2 Gigs gekillt. Wir haben nichts gedroppt, wir hatten einfach Pech. Aber wir haben 2 Gigs gekillt. Ich weiß nicht, warum die alle nur Lucky Drop und Link Attack nutzen, aber kein Fortune Circle, beziehungsweise wie heißt es hier? Treasure Hunter. Vielleicht bringt das einfach nichts. Ja, okay, kostet einfach auch wirklich eine Schweinemenge an Punkte. Punkte sind ja eben ziemlich knapp. Deswegen, ja. Und Level Up, nice. Ja, 98 immerhin. Ich weiß, ich könnte hier mit Activision leveln. Oder Activation. Ich will es gerade für heute noch nicht mehr ausgeben. Weil ich nämlich noch nicht genau weiß, was ich beim nächsten Mal mache. Und ja, genau. Okay, ich würde sagen, wir beenden mal die Folge erstmal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.